Welcome to Miami. Naja, noch nicht ganz. Welcome to Munich. Kommt rein. Ich bin ja ein totaler Amerika-Fan eigentlich. Ich war damals nach der Schule, nach dem Abitur, bin ich ein Jahr in die USA gegangen. Damals habe ich so ein Au-pair-Jahr gemacht. Kinderbetreuung. Ja, dieses Mal will ich nicht Kinder betreuen, sondern einfach mehr... Ja, mich selbst verwirklichen, herausfinden, was will ich wirklich, weil ich bin einfach noch nicht angekommen. Ich will einfach noch mehr entdecken und die Welt sehen. Und ja, da bietet sich, glaube ich, das Praktikum bei Banana Joe, ist, glaube ich, der richtige Start. Hallöchen, ich bin der Hagen, ich wohne hier in Miami, bin 25 Jahre alt, bin seit 3 Jahren hier und ich bin Benny. Hagen und ich sind beste Freunde, keine Liebhaber. Du fährst mich ja die ganze Zeit, also er fährt mich auch gerne an, wie man sieht. Aber ja, nur freundschaftlich. Nur freundschaftlich. Und ich bin 31 Jahre alt und wie lange lebe ich hier? Seit 2007 in Miami. Warum ich mich für so ein abenteuerliches Praktikum entschieden habe. Dieser abenteuerliche Faktor, dass du auf Touren gehst, durch den Regenwald, mit dem Floß über den Fluss fährst, wo Krokodile drin sind. Auch mal ein paar wilde Krokodile ein Stückchen Fleisch ins Maul schmeißen. Einfach nicht zu wissen, was morgen ist. Einfach dieser abenteuerliche Faktor. Vielleicht kann ich dann auch irgendwie Fuß da fassen und irgendwie so versuchen, dort reinzukommen und einfach dort dann irgendwann auch zu leben. Und ja, es wäre einfach mal ein Traum. Es wäre, ah, Wahnsinn. Die Leute denken immer über mich, ich bin irgendwie so eine Blondine, so eine Tussi, aber das bin ich ja gar nicht. Ich bin ja eigentlich, ich habe halt eigentlich zwei Seiten. Natürlich mag ich es total gerne, schick zu sein, gut auszugehen. Ich achte auf meinen Körper. Ich bin auch natürlich eitel, aber ich bin auch, ja, ich habe auch eine wilde Seite und ich bin halt auch irgendwie... Ja, ich bin abenteuerlustig, ich habe Fernweh. Was könnte denn schwierig für dich werden, da so in der Wildnis zu sein, nur unter Männern? Ja, vielleicht ist es manchmal ein bisschen schwierig, sich so richtig durchzusetzen, dass die einen auch wirklich ernst nehmen und nicht nur so als das Mädchen, the girl next door, abstempeln irgendwie so. Wird bestimmt auch schon mal sehr anstrengend, wenn man den ganzen Tag, eine Tour dauert ja von morgens bis abends. Equipment schleppen ist sicherlich anstrengend und man hat sicherlich auch mal die ein oder anderen Touristen, die den ganzen Tag nur quatschen wollen und am Ende hast du den ganzen Tag geredet und bist völlig fertig. Also es kann sicherlich, wird sicherlich auch mal anstrengend, aber ich nehme die Herausforderung an. Hast du dir den Benny und den Hagen schon mal angeschaut? Ja. Die schauen nett aus. Aber eine Freundin hast du nicht, Hagen, oder? Der hat ganz viele Freundinnen, das sagt er so nicht. Nein, Quatsch. Tolle Männer. Schauen richtig nett aus. Was soll ich sagen? Also es ist schon anders hier, ne, mit den Frauen. Also wenn du keinen, sag ich mal, Mercedes hast, so, dann ist es hier schon, sag ich mal, anders als in Rostock. Also ich könnte mir schon gut vorstellen, dort vielleicht meine große Liebe kennenzulernen und ja, mein Leben dort zu verbringen, mit jemandem oder ohne, aber es wäre schon, es würde mir schon ganz gut gefallen. Ich meine, wenn du nochmal herkommst im November, zeige ich dir mal ein bisschen so, wie das läuft. Also super, toll, aber es läuft ja alles unter männlicher Hand und ich glaube, die bräuchten aber so ein bisschen weibliche Unterstützung, dann läuft das alles noch besser.